So, da sind wir auch wieder. Wurden ja mörderisch verarscht die letzte Folge. Jetzt müssen wir mit dem zusammenarbeiten. Okay, also ich darf das dem nicht durchgehen. Entschuldigung. Oh Mann. Hab gerade was gegessen. Ich glaube, das wollte gerade durch den falschen Ausgang wieder raus. Heieiei. Damit meine ich jetzt nicht durch den Mund oder durch den Rachen. Ich meine durch die Nase. Keine Ahnung, warum auch immer. Oh Mann. Sollen wir echt mit dem Typen reden? Ich. Ja gut, ich war sehr skeptisch ihm gegenüber und die legen das natürlich jetzt mir falsch aus. Aber ich denke mal, der hätte mich so oder so versucht anzuschwärzen. Also war das vielleicht von unserer Seite aus begründet. So. Das soll doch hier sein, oder etwa nicht? Naja. Nein. Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat, stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Los, ab mit dir zu den Kollektoren. Ja, doch. Das hatte ich vor. Gut, der Befehl ist ohne Verzug umzusetzen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Alter. Sei froh, dass ich dich nicht aus dem Fenster kloppen kann. So was stehe ich nämlich überhaupt nicht. So eine Supernanny. Am Arsch kleben zu haben. Moin, Großer. Das muss auch dämlich sein, wenn so einer so durchgeschwebt kommt. Ich traue den Agenten nicht. Du brauchst zu lange. Beweg dich schneller. Boah. Gut. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Erst wenn du mit Zarek aufgebrochen bist. Warum konnten sie dann den Vorfall bei den Silos... So sieht man sich wieder. Ja, und? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Und du bist mir im Weg. Was willst du überhaupt hier? Irissa hat befohlen, dass wir gemeinsam zu den Klerikern aufbrechen. Hat sie den Verstand verloren? Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Ah, ein Verräter und Mörder zur Seite stehen. Wenn's dir nicht passt, klär das mit Irissa. Ich hab sowieso genug von dir. Du weißt so gut wie ich, dass man sich ihren Anweisungen nicht widersetzt. Hat sie sonst noch was gesagt? Oh. 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 Na komm. Du hast das Kommando über die Mission. Alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben. Bring deine Ausrüstung auf Vordermann, bevor wir aufbrechen. Ich sehe nicht ein, unterwegs meine Munition mit dir zu teilen.
Wenn du alles hast, triff mich beim Südausgang. Hey, hast du eine halbe Ration für einen armen E9er? Hier, nimm. Ah, danke dir vielmals. Falls ich es irgendwann mal auf eine höhere Stufe schaffe, werde ich nicht vergessen, dass du mir geholfen hast. Mein Auftrag ist erledigt. Von eurem Erfolg hängt unsere Sicherheit ab. Vergiss das nicht. Heißt das, ich bin dich los? Das heißt, dass ihr euch reinhängen sollt. Ausrüsten und abmarschieren. Oh, wie gern ich das mache. Aber wieso? Wieso tut's das nicht einfach automatisch, das übernehmen? Aus dem gleichen Grund, warum es uns auch nicht möglich war. Niemand konnte damit rechnen. Pass auf, am Ende sei jetzt schon weg. Oh, schade. Bereit? Nö. Was wolltest du von den Kollektoren? Antworten. Haben sie etwas mit dem Anschlag zu tun? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Sagst du mir jetzt, warum du mich bei Erissa reinlegen wolltest? Ich hatte meine Gründe. Die da wären... Hör zu. Unsere Mission verbindet uns. Sonst nichts. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, ist unsere Zusammenarbeit nichts wert. Ich kann dich einfach nicht leiden. Da hast du es. Sonst noch was? Und das soll ich dir abnehmen? Glaub es oder lass es bleiben. Du hast unseren Siegeszug signifikant geschmälert. Wir hätten die Herren der Welt sein können. Stattdessen liegen die, die mir wichtig waren, unter der Erde. Für mich ist das Grund genug, deine ach so gepriesene Effizienz als das zu entlarven, was sie ist. Heiße Luft. Bringen wir es hinter uns. Dann los. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Warum? Ich muss gleich richtig provozieren. Wir hatten die Möglichkeit, hier rechts jemanden anzugreifen. Dann nicht. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Ja. Dann ist dein Wert für diese Mission soeben gestiegen. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen. Keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Wenn wir Alps wieder die Macht übernehmen, dann kommt das alles hier weg. Ah, endlich ein Schnellreisepunkt. Alter, das ist echt eilig. Aua. Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Welche Gefahren lauern da oben? Alles Mögliche. Egal wie oft unsere Stoßtrupps versucht haben, den Berg zu nehmen, es hat sich als zu gefährlich erwiesen. Vermeiden wir also eine Konfrontation. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Weich mir nicht von der Seite und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können.
Entschuldigung. Warum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser, wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. Wo ist er? Da. Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger als du. Okay. Was du nicht sagst. Was ist jetzt? Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leichen. Einverstanden. Ich gehe voran. Drei für mich, keiner für euch oder was? Hier fehlt eine Leiche. Wie kommst du darauf? Weil die immer zu dritt unterwegs sind. Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Krieg ist sinnlos, nicht notwendig. Was ist nur aus dir geworden? Erkennst du den militärischen Nutzen nicht? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal, konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden. Was versprichst du dir davon? Antworten auf meine Vermutung, dass der neue Feind das hier zu verantworten hat. Also, stimmst du mir jetzt zu, der Spur zu folgen, oder braucht es eine weitere Belehrung? Meine Theorie könnte jetzt zum Beispiel sein, was sagt uns nicht, wenn der dritte Kleriker seine Robe bei ihm absichtlich drinne versteckt hat? Das hält uns nur auf. Nein. Der Überlebende wird versucht haben, sich zu ihrer Basis durchzuschlagen. Wir werden also keinen Umweg einschlagen müssen. Weit ist er sicher nicht gekommen. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Also alles. Da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Okay, das Elixit kann ich immer gut gebrauchen. Okay, hier ist ein bisschen Schrott gewesen. Ja, ich weiß, ich nehme grundsätzlich alles mit, aber komischerweise verwende ich nichts davon. Oh! Ein Kaltstachel erhalten. Oh, nochmal so ein Riese. Ich bin froh, dass wir wenigstens einen weggeklatscht haben, aber noch einen werde ich nicht überleben. Habe ich noch. Als Favorit markieren? Nein. Nee. Ach, da.
7 also. Wir können weiter. Wir können weiter. Gut. Sauerstoff. Rücken wir ab. Allzu lange kann der Angriff noch nicht her sein. Die Spur ist frisch. Junge Kristallratte? Meine. Oh. Warte mal ganz kurz. Da wo ist der? Hinten. Eispass. Und weiter. Und weiter. Tot. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Ja. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Hm. Ihr Glaube hat sie zu Fall gebracht. Glaube? Ich werde den Sinn hinter diesem Wort nie verstehen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns... Achtung! Hinterhalt! Ich war's nie! Oh. Oh, Alter! Ich hab Ausweichen gedrückt. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich bin mir ganz sicher. Ah, zum Glück habe ich hier gespeichert. Hat's hier gespeichert. So. Hier entlang. Wie gesagt, ich bin ein Pillow, ne? Ich hab absolut null Kampfwert. Tot. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Hm. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Ich habe ja vor uns gesagt, glaube, aber die richtige Antwort wäre gewesen, keine Ahnung, weil das ist ja dazwischen passiert. Keine Ahnung. Ein ehemaliger Commander sollte jedes Detail über seine Feinde kennen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns... Achtung! Hinterhalt! Hey. Oh. Interessanter Kampfstil. Anscheinend hast du nicht alles verlernt. Und das aus deinem Mund? Ich benenne nur die Tatsachen. Hätten wir die Fremden nicht zurückgeschlagen, wäre ihr Plan wohl aufgegangen. Du glaubst, sie wollten uns in die Falle locken? Zusammenhänge herstellen ist nicht deine Stärke. Nö. Die Falle galt den Klerikern. Das Fernbleiben ihrer Kundschafter wäre nicht lange unbemerkt geblieben. Ihre Nachhut hätte den Hinterhalt nicht überlebt. Sie wären einer nach dem anderen dezimiert worden. Hm. Wir aber waren eine Unbekannte in der Rechnung. Nur deshalb ist sie nicht aufgegangen. Aber räumen wir das Feld.
Und das im Laufschritt. Sie haben unsere Stärke einmal unterschätzt. Ein zweites Mal passiert Ihnen das sicher nicht. Karakis ist unsicheres Terrain. Der Zwischenfall mit den Fremden zeigt dies nur allzu deutlich. Wir schonen uns erst, wenn wir die Basis der Kleriker erreicht haben. Halten wir uns also ran. Wir brauchen ja die Sensen. Ich will ja in Zukunft wieder Sense kämpfen. Nur, dass wir uns verstehen. Wir wenden bei den Klerikern keine Gewalt an. Ganz gleich, auf welche Probleme wir stoßen. Die Informationsbeschaffung hat absolute Priorität. Warte mal ganz kurz. Warum sagst du mir das? Wir müssen herausfinden, inwieweit die Kleriker in den Anschlag auf unser Silo involviert sind. Welche Absicht dahinter steht. Rückenschakal oder irgend sowas. Weiter geht's. Ja, doch. Wir finden ein Haufen Zeugs. Noch mehr, alter Falter. Hier entlang. Ui. Aber schön, dass du dich gerade zur Zeit aus allen Kämpfen raushältst. Du bist echt eine wahre Freude für mich. Die Kämpfe werden nicht weniger. Nö. Da vorne. Drachenhexen. Schon wieder. Mit denen werden wir fertig. Ich hatte erwartet, dass du so reagierst. Mir nach. Hinüber. Aller guten Dinge sind drei. Oh. Warte mal ganz kurz, hier geht's jemand nicht so gut. Oh, hallo.
Wir können weiter. Kreaturen sind mir lieber als das lila Gezücht. Ihre Angriffsmuster wiederholen sich und sie sind leichter abzuwehren. Ein Makel ihres Instinktes. Hm. Und jetzt? Die Drachenechsen sind erledigt. Das schon. Dennoch fühle ich etwas, das sich als Unzufriedenheit beschreiben lässt. Ging dir das mit den Viechern nicht schnell genug? Wir sollen große Dinge aufklären. Dennoch sind es die Kleinen, die uns aufhalten. Ich muss unseren Weg optimieren. Zum Glück kenne ich eine Alternative, die unseren Pfad beschleunigen sollte. Und wie sieht die aus? Das wirst du bald sehen. Los jetzt. Der will uns auch umbringen, habe ich das Gefühl. Erstmal rat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 . Ein Raptor, der hat einfach so angegriffen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Unser Ziel rückt näher. Kommen wir zu meiner Alternative. Wir gehen durch den Berg. Dieser Weg sollte frei von allzu großen Gefahren sein. Zumindest war er es, als ich ihn das letzte Mal gegangen bin. Eine Abkürzung? Eine Lebensversicherung. Im Schutze des Berges sind wir sicher vor weiteren Zwischenfällen. Nee. Machen wir uns auf den Weg. Aber weich mir nicht von der Seite. Sicher ist sicher. Das Einzige, was ich bis jetzt bei den ganzen Spielen gemerkt gelernt habe, ist... Warum locken bestimmte Gegenden nur immer große Bestien an? Ui. Ist das wichtig? Für mich schon. Du hingegen betrachtest Gefahren ja als Einladung, anstatt einen Bogen, um sie zu machen. Entschuldigung. Jetzt hat sie uns richtig... Alter, geil. Jetzt hat sie uns mal richtig die Meinung gegeigt. Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind? Ein Gleiter wäre mir auch lieber, aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Was macht ihr hier? Kümmer du dich darum. Meine Expertise mit Menschen ist begrenzt. Oh je, sprich mit Veronika. Was die Gute von uns will, das weiß ich noch nicht.